Willkommen zurück zu Final Fantasy 12. So, wir haben letzte Folge die Grabstätte abgeschlossen. Und wir gehen jetzt erstmal wieder. Oder auch nicht. Such a tremendous honor to again be graced with your presence, Majesty. You left us with such great dispatch upon our last encounter that I must confess I had begun to worry that we may have given your Majesty some cause for offense. Such a heartfelt display of remorse. Now what is it you want? I want you to give me the Nethysite. The Nethysite? That is a base imitation. We seek Wraithwald's legacy, the ancient relics of the Dynast King. They affected Nethysite. Did you not tell them, Captain Azalus? Majesty, he speaks of the Dawn Shard. That is the Nethysite. Are you mad, Vossler? If we are to save Dalmasca, we must accept the truth. I will fight this profitless battle no more. Captain Azalus has struck a wise bargain. In return for the Dawn Shard, the Empire will permit Lady Ash to reclaim her throne. And the Kingdom of Dalmasca will be restored. Think on it. An entire kingdom for a stone. You must admit, tis more than a fair exchange. And when all is said and done, your master will have another pet. Lady Ash, let us take him for the people of Dalmasca. Your Majesty wallows in indecision on peril of their heads. And his shall be the first to fall. Well, at least your sword is to the point. To think the relics of the Dynast King were deified Nethysite. Dr. Cid will be beside himself. What did you say? Captain Azalus, take them to Shiva. They should have leave to return to Rabanasta soon. I want you to assess its power. Did our orders not specify that we return the stone for testing? I will not chance returning with a stone that is yet unproven. When we return to Dalmasca, we can announce that you are alive and well. I will then continue our negotiations with the Empire. I believe Lars has the key. He'll listen to us. We should trust him. Who are you, Vossler, to talk of trust? A son of Dalmasca. Equipment here is limited, so we'll be using the ship's drive to make our assessment. Once we've connected the stone, the reaction should be easily measured. Methods do not interest me, only results. Friend? Such heat! The mist, it's burning!
6,800, 6,900, 7,000. This must be Dare Factor Nethersite. The count still climbs. Ah, we found it at last. True Dare-affected Nethersite. The power of the Dynast King in my hands. Blood alone does not an emperor make, Vayne. What is this? Something's wrong. What is it? You stand there! Hold her down! What's wrong with her? I always knew Fran didn't take well to being tied up. I just never knew how much. How about you? I like Fran's idea. Let's get out of here. No farther! Sky Pirates, the future of Dalmasca will not be stolen. Why do this, Bash? This struggle is futile. You must know where it leads. I do know. All too well. So. Erstmal gegen einen Verbündeten von uns. Also ehemaligen Verbündeten. Aber erstmal machen wir die Soldaten hier fertig. So, der ist auch erledigt. Ist nur noch der eine. So, und jetzt zu dir, Vossler. Na, bist du auf? Viel hat er aber nicht drauf. Machen wir es mal ein bisschen spannender. So, Hallöchen Belias. So, du... kannst... ja, mach mal Feuer. So, was hast du noch Schönes drauf? Ich glaube, bei Purgatorium verschwindet er. Ah, wobei, der ist eh fast besiegt. So, dann Purgatorium. Und tschüss. Engine power falling rapidly. Each negative, impossible. Engine room, this is the bridge. Report. What are they doing down there? What's happened? The Nethersite's draining the ship's power. Disengage it at once. Oh, what the hell? We're trying to get it. It's infected. Reach critical in 300. Cascade failure. Ash, let's go. All I have done. I've ever thought of Dalmasca first. I know you do.
I would ne'er gainsay your loyalty. Look on what my haste has wrought. Did I act too quick? Or was your return too late? I can serve her no more. You must take up my charge. The dreadnought Leviathan is sunk. The 8th fleet of the Arcadian Imperial Army lost. As word of the events in the Yacht sounded throughout the Empire, quitai Bujerba, citing sudden malady. My true motive, to bring the various counter-imperial forces scattered throughout Ivalis together in unified resistance. By this time, Lady Ash had made her return to Rabanasta. She had not, however, made known her presence. Rather, she was content with keeping both her own whereabouts and those of the Don Shard concealed. Had she chosen then to go before her people, my error in announcing her suicide would be known, to the great detriment of my efforts to assemble a resistance. In such circumstance as the Lady Ash then found herself, even were she to proclaim Dalmasca restored, it would serve only to invite the Empire's wrath. Though Arcadia had lost her 8th fleet, she remained, as ever, a military power with which to be reckoned. The Rosarian Empire assembles a vast host under guise of martial exercises. It is our belief they wait for the proper pretext, the sooner to make their strike against Arcadia. The loss of Leviathan and her fleet at such a time comes as a most grievous blow. Were Rosaria to invade, the battle would be hard fought. Had Lord Vayne not deployed the fleet so capriciously, we would not now find ourselves in such perilous circumstance. Lord Vayne shall be made to answer for his actions. It is the will of the Senate. Excellency, though he be your son, justice must be served. A convenient thing, justice. And so I must now make a choice between my throne and my son. A most lamentable situation for us all. Oh? For Lord Vayne, perhaps.
Yet surely Lord Lausa will make for a fine emperor. Lausa so adores his brother, and he is yet young. But he will not remain young forever. Already he busies himself unraveling Lord Vayne's tangled skein. Lord Lausa has found his role to play and pursues it with some enthusiasm. Ah, yes. And who would set him at such tasks? What matter? Lord Vayne himself once saw his elder brothers brought to like justice, did he not? At your Excellency's behest, as I recall. You may put yourself at ease, Lord Gramis. So long as the Senate watches over her, Arcadia's well-being will ever be ensured. By your will, I shall bid Vayne return to Arcadia's. So, it was the Dawn Shard that brought down the Imperial fleet. You know your stuff. Destructive power of such force. I've seen it once before. Lady Ash, you know of what I speak. Nabu Dis. The capital of Old Nebradia, Lord Rassler's fatherland. At the time of the invasion, a division of Imperials entered the city. There was a mighty explosion. Friend and foe died alike. Something was there. One of the Dynast King's relics. The Midlight Shard was in Nebradia. More Nethersite. Well, no wonder they invaded. That ridiculous war. The trap at the treaty signing. All this because Vayne wanted power. He must not be allowed to claim the Nethersite. The Empire must never hold it. Oh, they already do. The Dusk Shard, most likely the Midlight Shard, too. Besides, can't they manufacture Nethersite now? Very well. Then the path set before us is clear. We'll use the Dawn Shard to fight them. Dalmasca does not forget kindness, nor ill deed done. With sword in hand, she aids her allies. Sword in hand, she lays to rest her foes. This Nethersite, I hold, must be my sword. I will avenge those who have died, and the Empire will know remorse. You even know how to use it? I... The Garif may know. The Garif people live by the old ways. Matricide lore is a part of their culture. They may hear it, the cry of the Nethersite's power, whispers of the stone's menace. Dangerous though it be, what we need now is power. Should we declare Dalmasca free without the means to defend our claim, the Empire would crush us. You must take me to meet with the Garif. They live beyond Osman Plain. Not exactly close. Compensation, is that what you want? Straight to the point, aren't we? I like that. Compensation. How about the ring? This? Isn't there something else? No one's forcing you.
I'll give it back to you as soon as I find something more valuable. What do you mean, something more valuable? Hard to say. I'll know when I find it. What is it you want, Vaughn? What are you looking for? Me? What am I looking for? I guess... Well, I... You know... The Gareth are said to dwell in Kirwan. So they do. We'll need to head south, past the Giza Plains. It is the rains now in Giza. The wadis will be swollen with the deluge. Passage may be difficult. But those same waters may also lay open new routes to us. Regardless, we must go south, yes? First things first. You're eager to be on your way, I know. But we should see that we're prepared before setting out. I made my resolve 2 years ago. I swore to overcome any hardship I may face. Man cannot live by resolve alone, Princess. So, zurück in Rabastre. Das heißt dann wohl, wir müssen erstmal uns ausrüsten. So, wo war denn nochmal dieser Händler? Schön, dass du es von vielen Freunden gefunden hast. Entschuldige, aber ich habe gerade ein bisschen mitgehört. Ihr sucht die Gareth? Dann macht euch erstmal auf Richtung Giza. Von dort geht es weiter, immer gen Süden. Irgendwann stoßt ihr dann auf Yahara, die Heimat der Gareth. Viel Glück, was auch immer ihr vorhabt. Ja, gut. Wo ist denn jetzt dieser Händler? Ich glaube, das ist er. Ja, Clanstand. Jo, mein guter Freund, weiß wohl, wovon ein Bursche träumt, mit deinen Leistungen bislang du folgendes dir leisten kannst. Hey, Öl. Okay, jetzt sind wir erstmal pleite, das heißt, alles verkaufen, was wir gefunden haben. Gut, ein bisschen was haben wir ja. So, neue Handelswaren, Leichtspeer, ein Wurfspeer und Eisenwaffe, ein Eisenschwert, toll. So, Armor, Angriffe konzentrieren sich auf das Ziel. Gut, das brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Jetzt gehen wir erstmal kurz zum Clan Centurio Hauptquartier. So, mal gucken, was es Neues gibt. Fleißiger Werk, Kubo. Du hast den Dämonenwald, den Chaos gemacht. Respekt, Kubo. Das Museum wird diskret der Archäologie. Möchte sich erkenntlich zeigen. Als Dank für die Ermöglichung weiterführende Aufgaben. Hochachtungsvoll Museum für diskrete Archäologie. Okay. Du hast noch einen Dämonenwaldenker ausgemacht. Respekt. Ja, für zahlreiche Funde, die Kontroversen um König Wavewall beiseite schaffen werden. Du beherrschst nun ein Esper? Gar nicht schlecht, Kupo. Eureko, der Bade, beglückwünscht dich und schickt dir ein Geschenk. Ein Bade... Ich bin und über Legenden nicht reime. Für wahr hier, ich hier klinge, klinge über Wesen geheime. Arcanae und Teleportsteine. Gut, Granitite, die haben wir noch nicht besiegt. Als Clanmitglied, ja gut, noch nichts Neues. So, Granitite gehört ordentlich der Panzer versohlen, das sehe ich genauso. Geh zum Flöz 2 in den Lusumin. Ja, gut, das wissen wir ja schon.
gut, ansonsten gibt es hier eigentlich nichts. So, jetzt erstmal auf die andere Seite zum Gamebit laden. So, mal gucken, was hier Neues gibt für uns. Gut, das ist jetzt nicht so wichtig. Gegner, bla bla bla. So, bei Blind. So, ich kaufe mal das. Und wenn eigene MP größer gleich 10%, okay. Die kaufe ich mal. Wenn eigene TP kleiner ist 10, 30, 50. So. Dann das noch. So, dann die ganzen MP-Sachen. Gut, das kann jetzt ein bisschen langweilig sein, aber ist halt leider mal nötig. Wir brauchen das ganze Zeug. So, das Ganze sich selbst. Okay. Gut, die ganzen auf sich selbst holen wir noch und dann sollte es erstmal reichen mit den Gamebits. Sollte fürs Erste reichen. Jetzt gehen wir noch mal kurz ins Sandmeer, glaube ich. Sandmeer? Ist es die Kneipe? Ich weiß gar nicht mehr. Ja, doch, Sandmeer. So. Dann, Vivanlord haben wir schon mal gesehen. Es war eine tolle Erfahrung. Engidoras. Okay. Slugsy Subspecies, meine Güte. Jungalte Djungen in Jahara. Ein garstiges Tier in meinem Revier. Nicht lange fragen, lieber jagen. Hm, diese famose Reim macht sich sicher neugierig. Ich freue mich schon auf Besuch. Gut, mutige Kopfgeldjäger können am folgenden Ort. Garif-Heimat, okay. Und Quack-Quack. Okay. Echsenmutation. Sardine? Sardin? Sardin? Sardine? Keine Ahnung. In der Gießerebene zur Regenzeit. Ein Ring, sie zu binden, doch ich kann ihn verdammt nochmal nicht finden. Wer kämpft ihn zurück? Ich warte zur Regenzeit in Gießer. Gut. Und wo? Okay. Quack, quack. Interessant. So, und hier gibt es Techniken. Da können wir auch mal gucken. Weil irgendwie haben wir nicht so tolle Techniken momentan. Vielleicht gibt es mal irgendwas Interessantes. Distanzschaden. Schaden errechnet sich aus der Entfernung zum Gegner. Oh Gott. Ernsthaft?
Ist ja total toll. Naja, dann schauen wir mal, was es so an magischen Fähigkeiten Neues gibt. So, guten Tag. So, was haben wir noch nicht? Danke, okay, wir haben alles. Tschüss. Dann. Ja, Rüstung und Schilde, das haben wir in letzter Zeit etwas vernachlässigt. Da können wir bestimmt irgendwas gebrauchen. So. Okay. Oh mein Gott. Da gibt es zu viel. Gucken wir doch mal das durch, was wir nullmal besitzen. Und ob es irgendwas bringt. Ein Bronzeschild würde schon mal der Lady Ash was bringen. Weißt du was, das kaufen wir jetzt einfach mal. So, anlegen, und zwar ihr. Plattenküras. Das bringt ja jedem was. Eisenküras. Kalpak. Okay. Gut, gucken wir mal, was am meisten Plus bringt und wir uns leisten können. Balaklava, okay. Plus 9. Okay, Lichthut merke ich mir mal. Okay, wir kaufen mal einen Lichthut und den bekommt jetzt wer? Okay, Barsch braucht jetzt nicht so wirklich die Magie. Lady Ash. So, und jetzt sind wir schon wieder pleite. Supi. Dann kann ich mir das im Prinzip sparen, jetzt zum Waffenladen zu gehen. Aber ich guck nochmal kurz hier rein, bei Miguelos allerlei. Moment. Okay, Lizenzpunkte haben wir auch schon wieder ganz viel. So, was gibt's denn hier, was wir nicht besitzen? Okay, wir haben alles, wir brauchen nicht mehr. Weil doch, hier können wir noch. Toll. Also jetzt sind wir wirklich pleite. Da, 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 da. So, wo möchte ich jetzt hin? Eigentlich würde ich gerne zum Teleportstein. Weil ich dann noch gerne etwas überprüfen möchte. Da wurde ich auch in den Kommentaren darauf hingewiesen. Und das möchte ich dann doch noch überprüfen. Aber jetzt erstmal, also für die Leute, die es noch interessiert, jetzt gibt es erstmal noch Lizenzpunkte zum Ausrüsten und Verteilen. Und für die, die es eben nicht interessiert, die Folge ist dann hier sozusagen vorbei. Es passiert jetzt nichts mehr. So, also, das mit dem zweiten Lizenzbrett möchte ich erst noch ein bisschen aufheben. Jetzt gucken wir doch erstmal, was wir besitzen. Gut, das kann man mal kaufen. Magieessenz besiegt wird einem. Okay. Gut, wir haben sozusagen nichts. Also machen wir es so. Die
das, das am wenigsten kostet, machen wir jetzt einfach mal. So, und machen wir das da unten. Die maximalen TP steigen um 72 Punkte. Kaufen! Was bist denn du? Schwarzkunstlizenz. Schwarzkunst benutzt TP, um Schaden zu... Als Paladin? Okay. Heroeslizenz. Können wir auch mal besorgen. Dann schwere Rüstung. Oh, ein Lizenzpunkt. Da können wir ganz viel machen. So, da mal gucken. Diese Zepter verstehe ich irgendwie auch überhaupt nicht. Haben wir das schon? Nee, aber jetzt haben wir es. Ein neues Mythron oder Mythtech, wie auch immer. Dann, ja gut, will, dann besitzen wir, dann kaufen wir es mal. Achilles, versiegelte Gegner mit einem Schwachpunkt, okay. Gut, dann möchte ich aber erstmal verlängerte positive Zustandsveränderungen und die maximalen TP steigen. Und für 20, glaube ich, können wir nichts mehr kaufen, oder? Nö. So, dann die liebe Fran, wie auch immer. Will dann einmal kaufen. Führen. Gut, mehr Abwehrkraft im kritischen Zustand. Dann kaufen wir mal das, um viel aufzudecken. Almosen, Steinbogen. Okay. Boah, ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Machen wir einfach mal das mit den wenigsten Punkten. Die maximalen TP steigen. Das ist schon mal praktisch. Distanzschaden. Schön. So, dann der Barsch. Ernsthaft Magie? Ich habe bei dem noch nie Magie gesehen. So, maximalen TP steigen um 270. So, Murasame. Heilmittel halt mehr, das ist nie verkehrt. Na gut, dann eben Quasar. Eine neue Mythfrauen wurde freigeschaltet. Okay, jetzt haben wir noch 62 Punkte. Da würde ich mal sagen, wir machen das. Und zur Vollständigkeit machen wir auch mal das mit dem Zauber. So, dann Lady Ash. Größere Wirkung. Oh, da ist sie schneller. Praktisch. Nehmen wir. Steigert mit liebevollen TP. Reduziert MP-Kosten um 10%. Das ist auch sehr praktisch. So, Magie jetzt hier größere Wirkung. Okay. Magie-Essenz. Besiegter Gegner wird den eigenen MP zugefügt. Das ist sehr praktisch. Maximalen TP steigen, das können wir uns nicht leisten. Dann kaufen wir uns nochmal die Magie. So, und die Penelo. So, weniger MP-Kosten. Heiligenobute, wow. Oh, Öl. Das ist schon mal gut.
besitzen wir auch. Wiegler, was? Okay. Ja, Magie erzielt größere Wirkung. Und das hätte ich gerne. Dann muss ich vielleicht nicht so oft sammeln, was natürlich extrem praktisch wäre. So, jetzt überprüfe nochmal die Ausrüstung mit dem Optimalen, was wir besitzen. Und da tut sich gar nichts. Toll. So. Jetzt muss ich auch mal ganz kurz gucken. Die Ash hat noch gar keine Myth-Technik, ne? Die hat nur diesen Belias. Stella Polaris. Okay, da wäre eine. Wo wäre die andere? Stella Polaris. Stella Polaris. Okay, anscheinend müssen wir einfach erstmal eine freischalten. Und dann decken sich die anderen auf. Feuer, Blitzger, Eisger, was zur Hölle? Wie kommt man da hin? Na gut. Zack. So, erstmal speichern. Und zwar... Ich mach das mal hier hin. So, gespeichert. So, viel ist ja jetzt gameplay-technisch nichts passiert, weil es gab jetzt viel Geschichte. Dafür gibt es dann in der nächsten Folge wieder haufenweise Kämpfe und, naja, interessante Dinge auf jeden Fall. Gut, dann war es das aber für diese Folge jetzt erstmal. Dann danke fürs Zuschauen bis dahin und, naja, dann sieht man sich in der nächsten Folge wieder, beziehungsweise man hört sich. Bis dann, ciao!